Der Nichtraucher. Wie kann man den beschreiben? Das ist so eine ganz merkwürdige Figur. Der tritt sehr wenig eigentlich auf. Und immer wenn er da ist, hinterlässt er irgendwas. Also ich habe sehr viele Freunde so erzählt, dass ich den Nichtraucher spiele. Und ich dachte, was, du spielst den Nichtraucher? Die hatten den alle so präsent im Kopf. Und irgendwie ist das so eine ganz neue, fast eine neutrale Figur, glaube ich, die der Kästner da geschrieben hat, wo jeder sich sieht. Ja? Also wo jeder eine bestimmte Fantasie hat. Und das finde ich enorm, weil jeder kann sich an diese Figur erinnern. Und wenn man diesen älteren Film jetzt sieht, dann ist das gar nicht so spannend eigentlich, was der macht. Ne? Da habe ich mir überlegt, warum das so ist. Und kam drauf, dass der die Heimat verlassen hat. Der ist in die Fremde gegangen und kehrt zurück. Ja, und ich glaube, dass Kinder in dem Alter halt auch sich loslösen und eigene Wege gehen und fremde Außenseiter sind. Und dadurch ist diese Figur irgendwie vertraut für die.